Bayern München muss mehrere Wochen auf Außenstürmer Kingsley Coman verzichten. Der 21-Jährige zog sich am Samstag einen Syndesmoseriss oberhalb des linken Sprunggelenks zu. Wie der Rekordmeister mitteilte, wurde der französische Nationalspieler bereits operiert. Coman hatte sich im Spiel gegen Hertha BSC kurz nach seiner Einwechslung in der 68. Minute verletzt, musste aber, weil das Wechselkontingent bereits erschöpft war, bis zum Schlusspfiff durchspielen.